Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Grandia. So, deswegen ging es nicht, weil ich auf analog gestellt hatte. Okay, wir sind jetzt heute hier im Brinan Plateau und müssen das Brinan Plateau noch durchqueren, um dann nach Lane zu kommen, da wo Milda wohnt. Es bleibt also alles in allem ziemlich kampflastig. Schauen wir mal, wie schnell das heute geht. So, wir haben hier ein Schneeschwein und ein Bergaffe. Dann machen wir den Bergaffen erstmal tot. So. Gut, und den Rest hauen wir einfach auch kaputt, würde ich sagen. Also zwei überlebt, aber das ist alles kein Problem für mich. Ja, okay. Wie gesagt, bei aber Rap, der müsste jetzt eigentlich die neue Waffe haben können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der musste ja, glaube ich, nur noch eine Stufe hochkommen. Genau, okay, also der kriegt jetzt das Messer wieder und Justin, der behält die Keule, allerdings nur zwei Stufen. Danach nimmt er sich erstmal wieder das Schwert, falls er die zwei Stufen erreichen sollte. Also Blutmesser für Rap. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Trank, irgendwas. 1 Nuss plus 2 Verteidigungsstufe für einen Feind. Das ist wieder irgendwas zum Verticken. Toll. Hinterhalt ist nicht so nett. Ja. So, dann gucken wir mal. Wie viel das trifft. Nur einen. Das ist ein bisschen arg lame. Die gehen irgendwie immer oder ziemlich häufig auf Milda drauf, weil die halt so eine grottige Verteidigung hat. So, das erwischt jetzt alle. Das ist doch schön und fein. So, ja, und wenn die ein bisschen Schaden nehmen, soll mir das eigentlich ganz recht sein, weil dann, was wollte ich jetzt machen? Machen wir mal Beben. Mit Fina. Wenn die ein bisschen, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, keine Ahnung. Achso, ja, dann genau, wenn die Schaden nehmen, dann kann Rap wenigstens gut Wasser noch mal hier trainieren. Genau, 100 Millionen Grad. Rap, der kann ja auch bald was hier mit Feuer lernen, wenn eine Stufe höher kommt. Vielleicht ist das jetzt schon der Fall. Mal gucken. Nein, noch nicht. So, aber das war es wenigstens. Genau, not bad, ey. So. Ja, aber beim nächsten Mal dürfte er es dann können. Der gute Rap. Gut, dann gucken wir mal weiter, was wir jetzt noch hier im Angebot haben. Auf diese Eisfläche gehe ich jetzt noch nicht. Da kommen wir dann später nochmal hin zurück. Ich mache jetzt erstmal hier das äußere Gebiet. Mache ich erstmal hier klar. Ja, es ist ziemlich kalt draußen geworden, aber auch recht sonnig. Das ist natürlich nicht schlecht. So, Justin macht mal Sepp, würde ich sagen. Genau, Justin musste Erde machen, damit er noch was lernt.
entzaubern. Das war's schon. Ja gut, alles kein großes Thema, kein großes Problem. Zack. Genau, come back with reinforcement. Ja, wäre nicht schlecht. Obwohl, da sind eigentlich genügend Gegner da. Also mit Reinforcement muss nicht unbedingt sein, obwohl dann würden wir wahrscheinlich mehr Zauberpunkte kriegen, wenn die da hier mit mehreren antreten. Okay, da geht's wieder auf die Eisfläche, das ist nix. Dann geht's jetzt hier weiter, da hinten ist der Speicherpunkt. Okay, da wollen wir jetzt auch nicht unbedingt hin. So, da sind nochmal die Schweine. Ich weiß nicht, ob die das auch machen können. Auf jeden Fall im späteren Spielverlauf gibt es noch so andere Schweine, die können so eine Spezialattacke machen, alle zusammen, dann vervielfältigen die sich. Das ist ganz lustig. So, Fina macht mal einen Heulerschlag, würde ich sagen. Das dürfte denen auch ein bisschen Schaden machen. So 150, schätze ich mal. Ah, nee. Noch nicht mal, also gegen Wind, Wind ist da nicht so effektiv. Gut, mal gucken, was der Feuerbrenner, den hatten wir glaube ich noch nie gezeigt gehabt. Den hatte Justin jetzt schon seit ein paar Parts, aber den hatte ich noch nie gezeigt. Also zeigen wir den mal. Ja, und ihr seht, okay, das sind jetzt natürlich auch Monster, die hier gegen Feuer recht empfindlich sind, aber ihr seht, dass das ein ziemlich heftiger Zauber ist. So, und Fina ist eine Peitschenstufe höher gekommen, das ist doch auch schön. Oh. Boah, hier riecht es voll nach Booster, ey. Obwohl die Dose schon ausgetrunken ist, riecht das hier, riecht das immer noch. Das Zeugs, trinke ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Ist halt billige Variante so. Jetzt kommen hier gleich irgendwelche Viecher runter. Genau, ich wusste es doch. Billige Alternative zu Red Bull. Und schmeckt ja eigentlich genauso. So, okay. Was machen wir jetzt? Wir können mal Todesschwert zeigen. Das hatte Rap ja gelernt gehabt und das hatte ich noch nicht gezeigt. Justin macht mal einen Heuler, weil Wind muss er ja auch noch ein bisschen hier trainieren. Kill you with one blow. Tju. 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 330. Ja, Todesschwert, das wirkt eigentlich nur gegen normale Gegner, also jetzt zum Beispiel Bergaffen oder sowas und nicht gegen Endgegner. Aber bei den normalen Gegnern ist es halt Instant Kill, das nimmt dem dem Gegner genauso viele Trefferpunkte ab, wie er letztendlich noch hat. Ja, so, dann wissen wir Bescheid. So, jetzt Rap geht mal auf den drauf und Justin haut den ganz links kaputt. Ganz rechts. Naja, ganz links von sich aus gesehen. Genau, not bad, ey. Aber es läuft ja eigentlich relativ flott. Das ist jetzt auch nicht so groß, das Gebiet heute. Ja gut, es sind doch recht viele Gegner, aber es ist unterwegs ein Speicherpunkt und das vereinfacht die Sache natürlich doch enorm. Mit dem Speicherpunkt. So, jetzt gehen wir erstmal da oben hoch. Da sind nochmal so Bergaffen und Geld. Und dann können wir dann langsam mal auf die Eisfläche gehen. Da ist dann nämlich der ganze Laden voller Monster. Das heißt, der werden wir da ein bisschen brauchen. So, die machen wir mal schnell fertig mit dem Sepp alle. Dann haben wir nach 10 Minuten jetzt hier schon mal das ganze, den ganzen äußeren Ring leer gefegt. So, jo, okay.
Geld eingesackt und hier ist jetzt erstmal keiner. Der seht ihr, da sind andere irgendwelche Monster hier am Start. So, müssen wir aufpassen, dass wir nicht in den Hinterhalt geraten, weil die schlittern da die ganze Zeit da im Alltempo durch die Gegend. Das ist nicht so prickelnd. Okay, Rap könnte nochmal ein Flammengeschoss machen, damit er das hier nicht Feuerbrenner, Flammenschlag, damit er das lernt. Wir dürfen hier eigentlich auch weg sein. Jawohl, Flammenschlag gelernt, sehr schön. Ja, so langsam geht's dann auch bei Rap mit Feuer aufwärts, das ist auch ganz nett. Okay, da kommen die nächsten an. Das war jetzt aber zum Glück kein Hinterhalt. Das sind wieder die Schneeschweine. Okay, Fina macht mal Feuerpeitsche, würde ich sagen. Das dürfte auch recht effektiv sein. Okay. Und den letzten können wir dann einfach nur kaputt hauen. Wahrscheinlich auch alleine hingekriegt. Das ist dann nur ein bisschen nervig, dass man trotzdem dann die anderen noch auswählen muss. Irgendwelche Attacken mit dem, obwohl Rap das auch alleine geschafft hätte. Aber gut, so ist das halt nun mal. Es geht langsam vorwärts. Ich habe gerade Marzipankartoffeln gegessen. Hatte ich mir jetzt hier sozusagen für Weihnachten so als Süßigkeiten gewünscht. Und also eigentlich esse ich die immer ganz gerne hier von Aldi. Die gab es jetzt aber nicht mehr. Irgendwie waren die schon da hier aus dem Laden raus, kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich jetzt dieses andere Zeug genommen. Aber das schmeckt irgendwie, ich weiß nicht. Also das ist so irgendwie von Niedecken. Aber ich finde, das schmeckt nach überhaupt nichts, die Marzipankartoffeln. Also da schmecken die von Aldi wesentlich besser. Finde ich schon irgendwie lustig, dass irgendwie so, dass, sag ich mal, die Billigsachen besser schmecken als die teuren Sachen. Ja. Okay. Justin macht mal einen Heulerschlag. Blow, Storm, blow! Blow, Storm, blow! Low, low, low! So, und Fina kann nochmal Gefängnis machen. Komm, hier. Guckt jetzt nochmal, dass er hier nicht getroffen werden kann. Und dann würde ich sagen, machen wir mit Milda nochmal hier einen Milda-Schlag. Komm, egal, auf den einfach drauf. Dumm, 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 dumm. Ja. Vanish. Zack. Gucken, wie viel Schaden das. 822, ja, ist klar. Okay, und den Rest hauen wir jetzt einfach kaputt, wenn wir den mal finden würde, den Gegner. Okay. Ja, so langsam aber sicher geht's mit Rap aufwärts mit den Waffenpunkten. Okay, Justin kriegt pro Schlag jetzt nur noch 7 und keine 8 mehr. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, wie gesagt, er soll ja sowieso jetzt nicht unbedingt das lernen. Würdest du mal bitte stehen bleiben? Dankeschön. Beziehungsweise, also als nächstes ist ja die Axt, und wenn er dann bis da, bis zum Dorf Lane, die 29 erreicht hat, soll es mir ja auch recht sein. Also, das ist ja eigentlich Jacke wie Hose. So, ich würde sagen, jeder haut einfach drauf und Rap macht mal auf den, mal gucken, ob das wirkt.
So, und Fina macht nochmal Beben. Das hatte ich ja gesagt, dass es irgendwie einen Zauber gibt mit Wasser 20 und Erde 23, glaube ich, den sie später noch lernen kann. Und das ist ja was, was sie auf jeden Fall noch, jetzt hat sie 21 Erde, also das kann sie auf jeden Fall noch schaffen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal Erde, weil die ja jetzt hier gegen Eis und so auch nicht so empfindlich sind. Da ist mit Schlummer oder so zu arbeiten natürlich jetzt nicht so die beste Alternative. So, der ist kaputt. So, das hat auch gewirkt. Das ist auch nicht schlecht. So, Rap macht den letzten kaputt. Genau, not bad. Rap, ganz meiner Meinung. Jo. ...181 Trefferpunkte für die gute Fina. Und dann gucken wir jetzt nochmal, ob hier noch irgendwelche Monster am Start sind. In der Mitte stehen noch welche rum. Da sind auch noch welche rumgerannt. Also zwei Gegner sind auf jeden Fall noch hier im Zentrum, aber so langsam aber sicher werden es immer weniger. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal etwas, was wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich einen Eisschlag. Dann nehmen wir den hier mal, der steht ein bisschen mehr abseits als die anderen. So, und ich glaube, bei denen kann Schlummer wirken, bei den Schneeschweinen nicht. Aber ich glaube, bei denen kann das passieren, dass die einschlafen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Also, na doch, zwei immerhin. Zack. Und eine Keule höher gekommen. So, Rap macht nochmal. Und Milda haut dann einfach drauf. Okay, Fina macht mal auf, nee, nicht auf den, auf den, der hier Schneeball machen will, macht sie mal diese Peitsche. Okay, und Justin haut jetzt den Rest kaputt. So, dann ist noch Rap dran. Oh, Erdriss. Böse, jetzt wurde abgebrochen, Mensch. Muss das sein? Okay, aber egal. Wir haben den komischen Tiere da, komischen Bergaffen erledigt. 56, 38. Jo, das sieht doch alles ganz praktisch aus. 200 Trefferpunkte hat der gute Justin schon, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja, gibt's das denn? Endlich. Okay. Also die haben wir auch erledigt. Ich glaube, das sind jetzt die letzten. Dann können wir noch das, was da in der Truhe ist, abgreifen. Milda haut einfach mal das Ding hier klein. Justin könnte mal... das hilft alles nicht so richtig. Justin macht mal knistern. Feel the power of ice. Werdet ihr gleich sehen, ja, 75, also allzu viel nimmt denen das nicht ab. Gut, und den Rest hauen wir jetzt einfach so kurz und klein, würde ich sagen. Der ist auch Geschichte.
Lehmflüssigkeit, so ein Quatsch wollen wir nicht. Okay, die haben irgendwas gedroppt. Ich glaube, ein Horn oder sowas ist das, glaube ich, was die immer verlieren. Genau, Horn. Es müsste, glaube ich, irgendwas sein, was jetzt nur, ja, was jetzt irgendwie wertvoll ist, was man verkaufen kann, aber nichts, was man in irgendeiner Art und Weise benutzen kann. So. Wir können ja mal gucken. Ich wüsste, wer das gekriegt hat. Genau, sehr wertvolles Horn. Ja. Dann gehen wir mal kurz hier gucken, was das ist. Steigstiefel. Nee, Steigeisen. Okay, da oben steht's. Gut, das ist aber scheiße, weil das die Geschwindigkeit stark verringert. So, jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Da ist es, genau. Jetzt kommen die aber uns leider hinterher. Das heißt, jetzt muss ich mal kurz umdrehen, damit das kein Hinterhalt wird. Jo, okay, also so langsam aber sicher wird es immer besser. Der gute Justin macht mal einen Diamantenstaub. Kennen wir ja sonst eher von Fina. Fina macht mal wieder Schnelldenker auf sich. Please protect us. Ja, ich versuche mit den Zaubern und so weiter das alles ein bisschen abwechselnd zu machen. Momentan, damit. Ja, es ist ein bisschen abwechslungsreicher auch für euch zum Zuschauen ist. Und damit man dann ab und zu mal ein paar Kämpfe hat, in denen man ein bisschen trainieren kann. Und andere, die halt sehr schnell vorübergehen. Okay, der gute Rap macht mal Scheibenschneider. Mit etwas Glück trifft das nämlich alle. Here goes. Na, drei immerhin. Okay, Fina haut den jetzt kurz und klein. Haben jetzt auch irgendwas fallen lassen. Ach, Mikaroma, okay. Ja, das ist halt 50 Trefferpunkte der Gruppe. Wenn man jetzt mit Wasser nicht so gut geskillt ist, sicherlich eine ganz nützliche Sache, aber da wir ja eh schon mega geskillt sind in Sachen Wasser, brauchen wir das eigentlich nicht. Das werde ich dann wahrscheinlich auch verkaufen. Sowas wie Rettung oder sowas, so 120 Trefferpunkte der Gruppe oder Karmtrank ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Das ist ja, sage ich mal, jetzt nichts Schlechtes, aber ansonsten brauchen wir das alles nicht unbedingt. So, machen wir mal Justin ein bisschen stärker. Justin kann mal Beben machen. Der musste ja sowieso Erde trainieren. So, ja. Wird wahrscheinlich nur zwei treffen. Ja, drei. Okay, und das sind alles Dinger, die einschlafen können. Dann würde ich sagen, machen wir mit Fina mal kurz hier Schlummer. Okay, Milda kann sowieso nur draufhauen. Das heißt, dann machen wir den Rest jetzt einfach hier händisch. Zack. Jo. Ja, jetzt weiß ich auch, was ich jetzt dieses Jahr an Silvester machen werde. Thorsten, den ihr vielleicht hier aus dem einen Wrestling-Part kennt, der kommt an Silvester zu Besuch.
Naja, und dann wird das wahrscheinlich das übliche Spiel sein. Also irgendwie, keine Ahnung, weggehen oder sowas, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Bock drauf. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Disco mehr oder sowas. Ich meine, Disco, das war früher irgendwie ganz, ganz nett, aber jetzt heute... Okay, hier geht's nicht lang. Da geht's nämlich raus. Dann ist das hier der optionale Weg. Heute irgendwie, weiß nicht, fühle ich mich irgendwie zu alt. Die Musik ist auch überhaupt nicht mehr so meins. Also deswegen ist so Disco für mich eigentlich... nichts mehr, was ich jetzt so richtig gerne machen würde. So, Fina macht mal Wow auf Justin. Please protect us. Zack. Rap macht mal gegen die. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilft. Aber gut, wenn die jetzt mal drankommen, dann können die vielleicht mal ein bisschen Schaden anrichten. Dann hat Rap gleich noch ein bisschen mehr zu heilen. Das ist, glaube ich, auch keine... Okay. Natürlich nichts gebracht. Dann macht Justin mal Get Zap gegen den. Gut, das ist natürlich etwas problematisch, dass Rap und Fina beide gelähmt sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwann im Kampf nochmal vergeht oder ob das dauerhaft jetzt auch für den Kampf ist. Gut, ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach so klein. Oh, ja, da, habt das gesehen, der wollte alle zusammen machen. Wollen die anderen das auch? Ne, die wollen Lehmflüssigkeit machen. Justin mal hier auf die Lehmflüssigkeit machen wollen. So, nix hier mit alle zusammen, jeder für sich. Kennt ihr das auch noch, diese Soap, die damals auf RTL 2 lief? Das habe ich früher immer gern geguckt. Vor allen Dingen mochte ich hier, ach, wie heißt sie nochmal? Mensch, hier die... Billy spielt Denise Zich irgendwie, die mochte ich früher immer gern. Hatte ich auch damals bei Gutzeiten, Schlechte Zeiten, glaube ich, irgendwie hier bei Just Friends, da, wo die da mitgespielt hat. Da mochte ich die auch schon. So, Kraftsamen, das geben wir mal. Ach komm, das geben wir jetzt einfach mal Fina. So, da wir jetzt gleich den ersten Part hier verlassen, werde ich jetzt mal kurz mit Rap heilen. Rap hat Gift-B gelernt, sehr schön. Okay, also bei der nächsten Waffenstufe, 29, dann schnappt sich Rap das, Rap sage ich schon, Justin das Schwert. Erde lernt er jetzt auch bald das nächste. Wind ist es noch 3, okay. Gut, Fina ist sowieso uninteressant. Rap muss jetzt noch 1 Wasser, dann lernt er wieder was. Ja, 1 Wasser. Und dann dauert es erstmal wieder was. Okay, ja, 2 Schwert auch nur noch. Also das so langsam aber sicher läuft's bei den Jungs und Mädels.